Hey und willkommen zu Episode 15 meines Cyberpunk 2077 Let's Plays. Dann wollen wir weitermachen. Wir müssen ins Auto aussteigen mit Penne. Und wir finden gleich raus, ob es noch funktioniert. Die ist fertig mit den Nerven anscheinend. Where'd you get the ride? Straight out of some driveway in Rancho? Yes, exactly. Is that a problem? For me, no, not at all. I mean, there's no accounting for taste. Screw you. How the hell did you land in this mess? I liked the color. The air freshener and booster seat came extra. You know I don't mean the car. What am I supposed to tell you? That I'm not about to let my partner rob me and get away with it? That my fixer made me look like a goddamned fool? What about you? Why do you need that clown from the AV? This particular clown's got intel I need, and I'm running out of time to get it. Ja, ich glaube, damit wäre alles gesagt. Ah, doch nicht. Rogue? Do better not to wonder what her agenda might be. God damn, I can't stand the bitch. Wahrnehmer des. You have to ask her yourself. Oh, I'll be sure to. I'll especially ask why she told me to work with Nash, yet forgot to mention he was Raffin. Was ist denn Raffin? Wait, Nash is Raffin? Yes. He runs with the Wraiths, the largest Raffin group in the area. You know about them, right? Mm-hmm. Nomads tossed out of clans. Yes, mostly. Nomads don't banish their own without a reason. So think murderers, rapists, freaks. They gather in teams. Sometimes form actual gangs. Most of them are wanted and have warrants on their heads. Oh, da kann ich Geld machen. And that bitch had me working with scum like that. Must have had her reasons. You don't say. Rogue won't open her mouth without weighing the for and against. What to spill and what to withhold. Ich glaube, so überlebt man halt in dem Geschäft. Ah, kann man auch ein bisschen hier mal die Landschaft genießen. Selten in dem Spiel, dass ich einen Blick auf die erhalte. Die Stadt ist dann doch sehr groß und einnehmend. Aber gar nicht so schlecht hier die Windkrafträder. Sehen zwar ein bisschen runtergekommen aus. Aber wenn es funktioniert, warum nicht? So, sind wir jetzt fertig mit dem Reden. Wie lange ist denn die Fahrt noch? Könnte es wieder skippen, aber ich traue mich nur so halb. Ich glaube, sobald wir auf dem Berg sind, sind wir auch schon da. Wäre jetzt einfach mal eine Vermutung. Oder auch nicht. Na gut, dann skippen wir. Wären ja schon an einem Stück ankommen. Ja, war doch nicht so weit entfernt. Glaube ich zumindest. Wieso stehen da jetzt zwei? Well, would you look what the cat dragged in? Is that a ghost or is it just my hangover? Fuck you too. Mhm. And who's this? My babysitter. V, this is Scorpion. Mitch. Two old friends. Hey guys. Hello. What brings you to these parts, city girl? The big city got too small for her. Do you have any idea how angry the old man's gonna be when he sees you here? I've just come by for a spell. Saul needn't know a thing. Pan Am, time's short. Come on. I know. The Raffin screwed me over. I'll get them back, but I need your help. Come with me. We'll thrash them, the four of us. You know, we would do anything for you, sister. Aber? Now's hard. Seriously? You won't help? Well, the old man told us to sit tight and get those generators back up after the batteries went kaput. Oh, das darf ich machen, wetten. You won't help because of some goddamn generators? Is this another joke? We'll manage without him. Shut it. Don't be a dick, Mitch. Help me. Not this time. We're needed here. Fuck. I don't believe this. Kann ich das große Auto da fahren? Saul told you to. You couldn't care less about me. Pan Am. This isn't about Saul.
It's about the clan. You know that. Listen, we can't leave camp. No chance. But Saul never said a thing about gear. Okay. Well, I'll need that rifle of yours. And some of my own stuff. Take whatever you want. And take care of yourself out there. Yeah. Thanks, guys. I'll grab the gear, then be out of your hair. Na, immerhin muss ich die scheiß Generatoren nicht... nicht reparieren. I don't know. Maybe a little, yes. Die haben die Kopfgeld. Leider nicht. Hey, Pan Am. Are you staying a while? No, I'll be going again soon. We'll talk next time. Hey, Pan Am. So, da ist auch ein Ripper Dog. Does Saul know? Not your concern, friend. Oh je, hier herrscht schlechte Stimmung. Wer ist denn das? Niemand von Belang anscheinend. Die nehme ich. Will you help me with this? What's inside? A few odds and ends that should be useful. Take it. All right. Was hat die denn vor? Wir werden aufgehalten. Da ich die Kiste nicht in meiner Gefängnisbrieftasche verstecken kann, denke ich, wir werden irgendwie aufgehalten. Oh, die Autos sind aber auch nicht schlecht. Kann ich eins davon haben? Ja, ist ja gut, geh. Ich trage ja so schnell ich kann. Ja, komm schon. Rein in die Schrottmühle. Yeah, go on, go already. Call us sometime. Keep an eye on her, V. Dankeschön, aber ihr kennt mich ja gar nicht. Ja, dann steh halt nicht direkt davor. Muss ich jetzt noch um dich rumlaufen, toll gemacht. Auch noch nie was von Ladungssicherung gehört. Na gut. Ich bin schon drin. Was ist denn mit dir los? Echt schlechte Laune, die Dame. Hab doch gar nichts gemacht. Was sage ich denn? Seems you got a real problem with authority. What? Rogue, Saul. He your leader? Their leader. Seemed in a hurry to delta the hell out of there. Let's just say Saul wouldn't have been happy to see me. What happened? The reason we came to California was because he promised change for the Aldecaldos. He claimed we would turn over a new leaf. But you saw it. We got a handful of tents on a heap of sand. A hell of a promised land. I wanted something different. Better. Saul's a damned coward. He'll be the end of the clan, I'm certain. Mitch and Scorpion seem good souls. The best friends a girl could ask for. I'd stay in the camp too if I were in their shoes. Fuck Saul and his generators, of course. Yet the clan comes first. But I'm not part of it anymore. Still treated you like you're one of them. They care about you. Mm-hmm. Do you have anyone you would call close? Nope. Haven't been so lucky. I see. Were those two in the army? Scorp and Mitch? Yeah. Panzer boys. They're on contract during the last war. Panzer boys? Flew those huge transporters. Scorpion piloted. Mitch ran security. They both got some kick-ass combat implants and a stack of really fucked up nightmares. So Rocky Ridge. Empty, dusty hole in the middle of bumfuck nowhere, I heard. Natives either moved to Night City or just got the hell out. Then you know almost all there is to know. The whole area was waiting on a new interstate extension. It was supposed to breathe new life into the town. It didn't happen, of course. How many ghost towns you think are there? Hundreds? Countrywide? Thousands. I drove down I-80 the other day. All you have to do is pull over after sundown. It's quiet then. And you hear it. What's that? The wind whistling through boarded up windows. Tumbleweeds scratching across dry, sandy tracks. That's how towns die.
Not with a bang, but with whispers and whimpers. So sieht's aus. Sind wir bald da. Wir skippen alle Dialogoptionen ausgeschöpft. Ich glaube wieder, dass wir relativ kurz davor waren. What do? We get ready to greet the Raffens. And we've little time for that. We'll need to improvise. We should scout first, to look for anything that might be useful. Satellit, Tür. Doubt Rocky Ridge could be any deader. Everything's down. Nothing works here. Well, have you found anything? No dice. Nothing's up. All cut off. Well, we'll make it work. The Raffens will roll in after dusk. We will have a surprise ready for them. We just need to get some power flowing. Oh, muss ich doch Generatoren fixen. Okay. Ich wollte doch nicht. Kann ich die nicht einfach vermöbeln mit meiner Waffe? Trau mir das zu, wirklich. Wir müssen nicht so einen extravaganten Plan hier machen. Na, die Dose will wohl in die Freiheit. Ja. Oh. Achso, ich muss was gehen. So groß war der Freiheitswille von der Dose dann auch nicht. Was bist du denn? Tier 4. Ist eigentlich scheißegal. Tier 4 Item Components. Zenit und Tier 1 Item Components. Können wir nicht die ganzen Gaskanister aufstellen und die Straße blockieren? So, ich muss die scannen. Muss ich jetzt schauen, wo du hingehst. Einmal draufschießen tut den Trick, oder? Found the breakers, but there's no juice on them. Not to worry. Come down. I know how to surprise the bastards. Na gut. Right. So, the intersection is powered from that transformer substation, right? The switchgear on the roof. We'll flip the switch there and everything will light up like Christmas. Understood? No. Keine Ahnung, was ich nehmen soll. So classic route. Good old diversion. You know it. First, we don't know how many are coming. My thinking is it'll be a sizable crew. Second, we have to create an opening to get to my car. If they're bunched together, we won't stand a chance. So we give them a little light show at the intersection? Yes. We'll breathe some life into this dusty old town. Wird zumindest cool aussehen. We'll have to check who, why and how. Nova. Yep. First we start up the control terminal below. The gear on the roof is a hunk of junk without it. Come on, we'll give it a boost from the car battery. That should do the trick. Wait for me by the substation. I'll bring the car around. Na ja, gut. Das klingt zumindest nach einem Plan. Kann ich mich nicht wirklich beschweren. Ich hätte trotzdem meinen Vorschlag mit den Waffen bevorzugt. Irgendwas Lootbares noch in der Nähe? Nö. So, da kommt sie ja schon mit dem Auto. Naja, irgendwie. The panel looks to be in good shape. I'll make a bypass circuit to the power supply. That should do it. We'll just have to get it up and running. Grab the jumper cables from the trunk. We'll boost it from the car battery. Na gut. Muss ich die Kiste dafür rausnehmen? Ich konnte alles rausnehmen. Red cable connected. Give me a moment. I need to hook everything up here. And done. Now the black rattler. There she goes. Thought the old jalopy served us well. Okay. I've got voltage. Start the terminal inside, and once the power is on in the building, get on that roof. You got it. I'll set up on the tower. We'll have the whole intersection on a platter. You flip the breakers when I give you the signal to do so, understood? Yes, ma'am. Ja, ja. Hätte ich ganz schön rumgebusst. Ist ja wie auf der Arbeit. Ich krieg die Tür anscheinend sehr leicht auf, inzwischen. Ja, mit der Shard. Ja, mit dem Pyro, was auch immer das ist. Oh.
Activate. Which gear's got power? Prime. We'll have some fun at the intersection. Let's get into position. Na gut. Wo muss ich denn hin? Ah, hier hoch. Now we wait. Remember, as soon as we see them, you give us power. Raffens will come from where? Any idea? The northeast, I wager. From the freeway that was never finished. Got it. Okay. Cover me, just in case. Of course. Na gut, kriegen wir noch Cover. Bräuchten zwar nicht. You see her? Really, really hard to miss. Let's take them by surprise. Let's try to do this quietly. If anything happens, I'll start picking them off. Sound good? Sounds great. Sind doch nur ein paar Menschen. Wieso machen wir so viel Vorbereitung dafür? Where's the son of a bitch, boss? You, wait for him here. Get good and ready. The show starts now. Kann ich nicht. Ah. Hab die falsche Taste gedrückt. Grab the car shop. The driver has it. For the girl with the mohawk. Colorful bunch. Look around. Nooks and crannies. I'll be inside. Holler when you see them. Could cut off everything from here, but I can't get in. Locked down. So who turned it on? So, ich glaube, hier sollten wir schleichen. Ah nee, ich muss den Schlüssel kriegen. Kann ich die nicht einfach kaputt schießen? So, eine Overload. Da oben ist jemand. So, gut. Ja, ja, ist ja gut. Jetzt mach mal meine Methode. Oh, die hat mich ganz gut, ganz schnell runtergezogen. Load last checkpoint. Das kriege ich besser hin. Vielleicht wäre ein bisschen Deckung nicht viel am Platz. Oh, muss ich das hier wieder skippen? Manchmal dauert es mit dem Laden extrem lang und manchmal extrem kurz. Keine Ahnung, was das Spiel. Muss wahrscheinlich die Missionsdetails wieder laden, so wie sie waren. Keine Ahnung. Wir haben es geschafft. Schade, das hat niemanden von denen wirklich erwischt. Da warten wir einfach mal ein bisschen. Den können wir auf jeden Fall hochjagen. Das war doch gar nicht so schlecht. Den haben wir auch erwischt, der hat aber wenig Leben nur gehabt. Boah, ich treffe den nicht. Oh, wir haben so viel schönen Schaden an dem gemacht. Komm, können wir da durchschießen? Ja, auf jeden Fall. Diesmal habe ich Cover. Lass das. Wie kriegt mich denn hier immer so gut ran? Erstmal eine gescheite Waffe auswählen, so. Mensch, haben die einen Wumms drauf. Achso, ich dachte, da wäre was Lilanes.
ist hier nur das Auto da. Beziehungsweise der Scheinwerfer. Komm schon. Ich hatte das mit den Granaten immer noch nicht raus. Ich brauche Deckung. Ohne Deckung wird das hier nichts. Ich renne davon und gehe wieder zurück in mein. So, jetzt aber. Oh, nachladen. Wo ist denn mein Backup? Ich glaube, da ist die Rifle doch besser. Ja, ja, ich versuch's. Oh, je treffe ich schlecht. Schrotflinte. Muss ich nachladen. Gibt's denn das? Oh je. Nein! Schon wieder. Irgendeine toxische Granate und ein Sniperschuss. Mach mal nochmal. Das kann ja nicht so schwer sein. Deswegen habe ich gemeint, wir müssten so langsam mal zum Ripper Dock. Gut, wir nehmen noch einmal auf Body. Ich habe zwar gesagt, dass ich was anderes will, aber was soll's. Die Hilfe braucht man gerade. Wrecking Ball braucht man nicht. Das haben wir noch nicht. Okay, schauen wir mal. Technical Ability. Ja, versuchen wir mal das da. Mal nachher anschauen, was es war. Ich weiß es auch nicht so genau. Okay, die sehen nicht. Mist. Ich wollte doch gerade kein Hilfe-Item nehmen. Oh. Wie breche ich das ab? Granaten, was habe ich denn? Grenade. Ah, die lockt Feinde an. Ja, das bringt mir nichts. Wir nehmen eine Frag Grenade. Die macht doch viel mehr Sinn. Sehr gut. Oh, da kommt eine toxische Granate wieder in meine Richtung. Und ein Feind. So, Feind ist weg und... Irgendwo kann man noch einen Jack-in machen da oben, aber wahrscheinlich besser nicht im Kampf. Die ist zumindest schön. Ich glaube, die ist eine harte Gegnerin. Ich glaube, da brauche ich wieder ein Assault Rifle. Eins habe ich da. Oh, ein SMG habe ich auch. Dann probieren wir es mal. Immer so schnell im Ausweichen. Ups, 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 ups. Nachladen. Nachladen. Ja, 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 sehr gut. Das ist immer so schnell leer. Gar nicht mehr gewohnt. Sehr gut. Haben wir die erwischt? Noch nicht ganz. Noch nicht ganz, leider. Oh, da ist auch noch ein harter Gegner. Diesmal sind wir aber deutlich besser im Rennen. Weiß gar nicht, wie sie mich ausgeschalten haben. Oder darf ich die mit Mohawk einfach nicht töten? Ich glaube, das ist nicht der Grund. Ich bin einfach schlecht. Ja, ja, ist hier gut. Beweg dich mal nicht so viel. Nehmen wir nochmal Jackies Pistolen. Die sind ja eigentlich ganz gut. So.
Oh, die Granaten mag ich immer nicht. So. Da ist noch eine. Mag keine Überraschung. Das war eigentlich gelogen. Überraschung kann ich eigentlich sehr gut leiden. Nur glaubt nicht solche. Ah, die healt, das ist nicht gut. Deswegen steckt die da drin. Einmal eine Granate rüber. Oh, das war zu nah. Das war zu nah. Kann man die hacken? Oh. Komm schon, ich muss sie erwischen. Short Circuit. So, wunderbar. So, jetzt ist sie da. Hat ja nur zwei Versuche gedauert. Und da ballert auch einer noch kräftig. Können wir den noch irgendwie... Oh, den können wir auch überhitzen lassen. Jetzt brennt der hier schön. Und auch down. Hey, stirb doch einfach. Wird doch jetzt nicht der Letzte hier an mich ausschalten. Hat keine Munition in der Waffe. Ja, ja, lass mich erstmal looten. Das war mal eine schöne Mission. Schön viele Leute hier. Gut. Nur auf Nummer sicher gehen, dass wir auch hier jeden erledigen, weil ich gar nicht leiden kann, dass die sich irgendwann eventuell rächen, wenn sie sich an mein Gesicht erinnern. Außerdem ist das nur ein Spiel. Können wir sowas machen, so. Was haben wir denn noch? Ja, passt eigentlich, würde ich jetzt sagen. Oben haben wir, wie gesagt, noch das, wo wir uns kurz einklinken können. Hier lag eh noch Loot rum. Dann nehmen wir den doch mit und hier wollen wir einmal rein mit uns. BD, BD, BD kriege ich hin. BD, BD. Haben wir noch ein BD und 1C? Ja. Haben ja zwei geklappt. Wunderschön. So, tatsächlich kaum was Relevantes mehr übrig. Aber die große Waffe hier können wir wieder nicht mitnehmen. Schade eigentlich. Ich steig mal mit der ins Auto ein. Ah, apropos, haben wir nicht hier noch ein bisschen was übersehen? Natürlich. Muss hier auch gelootet werden. Wenn wir schon mal da sind. Ich glaube, das hier bringt mir nichts. Das bringt was. Boah, her mit den Shards. Ah, wieso kann ich die Fernseher nicht kaputt schießen? Die sind immer so laut. Gut, hier ist noch ein Haus und dann hau mal ab. Euro-Dollars, ganz viele sogar. Naja, es geht, aber besser haben als nicht haben. Ist da noch jemand drin? Nee. Hat sich nämlich angehört, als ob hier noch ein Braindance oder sowas abgespielt wird. Sieht echt hier alles verlassen aus. Schade, schien ein gutes Restaurant zu sein. Oh, da liegt noch eine Kleinigkeit. Gut, jetzt können wir gehen. Und rein mit uns. Ich dachte, ich darf dann fahren mit der Option. Achso, ist ja eh ihr Auto. Na, dann darfst du es ruhig fahren. Wie läuft's?
Ja, dann fahr auch. She's prime wheels, isn't she? Dreamy indeed. No surprise you wanted her back. She completes me. Okay, da wir nicht fahren, würde ich einfach mal skippen. It's not over yet. It's not? You got the cargo. You got your car. I did not get Nash, who was not in Rocky Ridge. The fucker didn't show. So it was about vengeance, the whole time. The hell you know about me? Either you're not being straight with me, or you don't know what you want. Hard to say which, of course. Just listen to me, for fuck's sake! I know where their little hidey hole is. We'll take the old unfinished freeway nearby. They will not be expecting us. I'm sure of it. Na gut. All right. So where's this hideout? A hop and skip away. Ich glaube, ich bräuchte zwar dringend einen Ripper-Doc davor. Aber kein Problem. Mehr Loot für mich. Oh, du bist da über das explosive Fass gefahren. He was the first person I worked with after leaving the Alta Caldos. After I came to Night City. And I granted him my trust. I get it. Know how you feel. Had someone betray me just like that once. And did you make them pay? Never got the chance. Someone else got to him first. But if they had it, would you have done it? Vielleicht. No doubt. That's skipping a beat. Ich hab gesagt, vielleicht. Let's get this over with. Wieso habe ich da nur zwei extreme Antwortmöglichkeiten gehabt? Und die haben das ganze Geraffel nicht gehört, wenn sie hier wohnen. In der Höhle oder was auch immer. Are you ready? Immer. Let's get him. Darf ich aussteigen? Ja, das ist meine Höhlenbasis. Die behandelt ihr Auto aber nicht gut. Ja, jetzt. Ich bug irgendwie. So, sehr schön. Wo ist die überhaupt hingelaufen und wieso ist sie jetzt wieder zurück? Keine Ahnung. Oh, die Granaten sind ja viel besser. Oh, ein Auto. Granate. Mist. Mist, Mist, Mist. Gerade am Nachladen. Ich wünschte, ich hätte die Autos erwischt. Kann ich die nicht hochjagen? Oh, ich wollte ihn nicht pingen. Komm schon, Auto. Ja, Emergency Brake bringt gerade nichts. Muss ich tatsächlich gestehen. Mag's aber, dass meine Granaten respawnen. Glaube ich zumindest. Da ist zumindest eine. Iso bounced sie schon wieder. Das sollten doch keine Bouncy-Granaten sein. Geh mal aus der Schusslinie hier. Wirst noch verletzt. Ja, ich sehe den Sniper auch. Sogar mehrere. Mensch, die Sniper machen aber gut Damage. Die Sniper holen wir uns als erstes. Müssen wir loswerden. Den können wir gleich looten, der hat schönes Zeug gehabt. Oh. Komm, explodier doch schneller. Ach je. Hey. Wer short-circuiten nicht. Das kann ich aber auch machen. So. Viel Spaß beim Überhitzen. Ich will nicht short.
Ja, warte, Kurzschluss. Kurzschluss. Hilf! Und Deckung, dann sterbe ich ja wieder. Ich spiele das Spiel echt ein bisschen aggressiv und ohne Deckung. Das kann ich machen, nachdem ich beim Ripper Doc war und hier schön Implantate gekauft habe für mich. Komm, Köpfchen nach oben. Dich haben wir auch. Und oben sind noch zwei. Irgendwie. Wir nehmen das hier einfach mal mit. Autsch. Ein Hinterteil. So, die kriegt man jetzt aber. Oh, da ist einer mit Totenkopf. Hier, schluck Schnecken. Noch eine Schnecke. Wer auch den Schüssen auszuweichen. Das kann doch nicht sein. Muss ich die Schrotflinte rausholen? Ich glaube, ich muss die Schrotflinte rausholen. Also, Vecman Precision Rifle. Ihr nehmt die Shotgun hier. Dann ducken, um einmal vollzuladen. Ach, ist vollgeladen. Wie kann einer Schrotflinte ausweichen? Oh, nachladen. So, jetzt haben wir ihn. Submachine Gun regelt. Und der hat so wenig Zeug gehabt, ich glaub's nicht. Das ist immer so enttäuschend, wenn die kein Zeug haben. Vor allem die mit Totenkopf-Icon. Sollte eigentlich unter Strafe stehen. Oh, Widowmaker, seine Waffe war. War gut. Das ist natürlich ideal. Dann soll er nicht bestraft werden. Ikonische Waffen werden auch gern gesehen. So, Street Cred geht schön nach oben. Und der Loot Count hoffentlich auch. Ah, hier stehen überall diese Fässer. Hätten wir auch mal energischer drauf schießen können. So. Bevor ich hier irgendwie festhänge, wollen wir noch kurz den Loot einsammeln. Granaten haben hier anscheinend sehr effektiv funktioniert. Keine Zeugen. Gib deine Waffe her. Gut. Zappeln ja eh noch ein bisschen. Auch kein schlechtes Auto, muss ich sagen. Also die Gang hat Geschmack gehabt. Jetzt ist er allerdings nicht mehr in der Lage, den Geschmack auszuleben. Sagen wir es mal so. Keine Überlebenden. Die zucken ja immer noch. Naja, zumindest ein bisschen. Gehen ja einfach davon aus, dass ich gerade mit Gummigeschossen schieße und dass die alle einfach ohnmächtig sind. Ich gehe es uns allen damit besser. So, da oben ist noch keine Ahnung, warum das so gelbe Marker hat. Sind die arg relevant? Was hast du gesagt? Solve your own problems? Clean up your shit? Nash is dead. One shit cleaned. Happy? And the 6-2 merch? Nash can't deliver it anymore. But if you ask nicely, I might be able to help you. Help me? I take my cut up front, honey. But I guess I'm touched. Ich muss da zuhören. Na ja, gut. Ich muss mich hier nochmal kurz einklinken. Bin gleich unten. So, was kriegt man? 1C. Ist egal eigentlich. So 55, 1C. BD. Gut. Nur ein bisschen Geld. Das war auch schon mal besser. Gut. Oh, da liegt noch eine Waffe. Let's get out of here. Hey, wo hast du die hingekickt? Ich wollte die. Die war sehr viel Geld wert. So, jetzt schuldest du mir was. Bitter, cold bitch, that rogue. Think she might have lost the plot. Mean to say she used to be sweet and alluring? Never that. But she's no stranger to the... Okay, anscheinend haben wir Johnnys Dialog abgebrochen. Was machst du hier drin? Oh, die ist durchgekommen. No, no fast ones. Come on, let's meet. Sunset Motel.
I know you're not kidding. I'm certain to be there. Oh, fahr doch mal ein bisschen besser. Let's do the deal and start working on Hellman. Agreed? 6th Street not likely to pull anything. I've driven for them before. Never had them do anything strange. I'm hoping they know what's good for business. Should be fun. So, können wir skippen? Yay! Wenn es funktioniert, ist das Feature ja ganz praktisch. They're here. Let me do the talking. Sensing trouble? No. At least I don't think so. Oh je, ich sense aber Trouble. Na gut, ich bleib im Auto sitzen, regel du das. Hab genug rumgeschossen heute. Ah, was soll's. Dann covern wir sie halt. Ja, ganz unauffällig mache ich das. How's Nash? Didn't seem to be answering his phone. Don't call him anymore. There's no need. You got balls, girl. What's this? A bonus of some sort? We work together. Hmm. Change tunes like you change clothes, girl. Mm-hmm. There. First class merch. Mm-hmm. So, everything's in order? Check your account. Should be pretty plush in a couple minutes. It's been a pleasure. But I believe Rogue's the one who is to pay me. You're all right. Think you earned a tip. Let's roll. Na wunderbar. That went well. Come on. Let's get a drink. Das klingt gut. Soll ich die noch hacken? Ich kann sie zu einem Notfall zwingen. Ja, ich habe nicht genügend RAM, aber ich könnte es tun mit dem Skillpunkt. Pretty good day for Pan Am Palmer. Okay, wir haben eine Message von Rogue bekommen. Nash is dead. Congrats. Wonder what you were hoping to get out of that cause. I don't think it was just a matter of wounded egos. Even wounded egos wouldn't do something that gong. Hm? Das heißt, Rogue war gar nicht so begeistert. You still have a chance to piss me off. Na egal. Oh, hier unten ist eine Tarotkarte. Irgendwo laut Minimap. Ah, das sieht danach aus. Dann machst du hier. Oh, my f- What's this? Und das ist Wheel of Fortune. Hey. New biz or new friends back there? Es läuft hier ganz gut für mich hier mit den Tarotkarten. Is everything good with you? Those bozos come around again? Raffins? Nah, it's been quiet. They'll be back, sure enough. This place has seen worse. What can I get you? Broseph. Two of them. Was ist denn ein Broseph? What was it? You didn't peek? Valoperidol. Drugs for the cyber psychos in our midst. They trade in them? Yes. They have deals. With black clinics, rippers. Well, here's to that thorn of yours. Thanks for everything, partner. Jojo, bin ich schon Partner jetzt. Mensch, hat die einen Zug mit dem Bier. Another one over here. Mach mal langsam, Mädchen. Thanks, Noah. Cheers. Let me know if you need anything else. All right. Time we look to my needs. What's the plan for Hellman? I've come up with a plan. A first draft. But I need to sleep on it. Work it out. Then we can talk about the details. Das klingt doch gut. I think it's best to rent rooms here. Just to stay in the area. We'll get to work around midnight. It'll help keep us out of sight. Agreed? Maybe we get just one room. Maybe we rent just one room. Good idea. Noah has two twin beds in every room. We'll save some money. Das hab ich nicht gemeint. Not quite what I had in mind. Just what did you have in mind? Oh. Just,
Okay, mein Charakter hat seinen Riss verloren. That could have been a damned tough day. But thanks to you, it all went well. Maybe calls for a little celebration? Sure. We can celebrate. But not today. I'm beat. Na gut, muss ich hier noch weiter sitzen? Noah will need a room. Twin beds. Just for tonight. I'll go catch a few wings. Na gut. Follow Penem, nee, das müssen wir jetzt nicht machen. Wir müssen unser Inventar sehen. Schauen wir mal in den Backpack, was wir denn so Schönes aufgehoben haben. Nash Rifle ist das. Genau. Was? Chemical Damage und kann Poison applyen. Sehr schön. Ja, macht ordentlich Schaden, hat eine gute Range. Vielleicht tun wir da tatsächlich mal ein Visier drauf. Das wird wahrscheinlich bei den Sniper-Rifles ganz, ganz gut kommen. Na gut, aber dann würde ich sagen, das reicht tatsächlich schon für die Episode. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.